Jo, schönen guten Tag und willkommen in Irland, der Ära ist wieder da. Wir spielen Crusader Kings 2 hier mit unserem Eradan-Familienzweig mittendrin. Und ja, wir haben nicht einen Pakt geschlossen. Es ist gerade so ein bisschen erstmal die Aufgabe. Der König ist ja sehr unerwartet gestorben. Das war ein bisschen schwierig. Meine Frage ist, wer würde mit mir einen guten Bündnispartner abgeben? Ich brauche einen guten Bündnispartner, der kein Interesse hat. Und ich glaube tatsächlich, das könnte Frankreich sein. Wir werden mal ein Bündnis mit Frankreich schmieden. Und Gormflight kann heiraten. Den König Ferdinand von Ostfranken. So. Das heißt für mich, wie wir das letzte Mal schon festgestellt haben, ich brauche schon wieder einen neuen Hoflehrer. Weil dann ist sie natürlich weg. Sie war nämlich da, auf dem Posten war sie richtig gut. Die Serben nehmen wir garantiert nicht mit ihren Lustbläschen. Dann haben wir wieder serbische Prinzen. Das ist nicht so gut. Tja, und wir haben tatsächlich sehr wenig Auswahl, was die Lehrer angeht. Also nehmen wir hier unsere Kurtisane. Dann nehmen wir die, die ist gestriegelt. Und dann soll sie das mal machen. So, wir warten gerade mal ein bisschen auf das Geld. Und dann haben wir ein Bündnis mit Frankreich. Das ist, glaube ich, auch historisch gesehen nicht die schlechteste aller Bündnispartien. Warum kann ich hier gar nichts machen? Ich kann hier weder ein Bündnis schmieden noch sonst was. Die Welt ist gefährlich und überall lauern Schurken. Es kommt euch zu Ohren, dass man Fergus ermorden will. Fergus ist unser Sohn, das sehe ich nicht ein. Moment, wir gucken mal. Wer will denn Fergus umbringen? Wir könnten Alpha freikaufen. Aber nö, das möchte ich gar nicht. Das möchte ich gar nicht. Aber wer will den Fergus umbringen? Das wird uns jetzt hier nicht angezeigt. Ein Anspruch auf Miete, ja, das können die von mir aus tun. Also unser Onkel, ganz ehrlich, dieser Typ, der ist furchtbar. Der Apostel von Mumu. Der Typ hängt in jeder Verschwörung drin. Der ist gerissen, fett. Ein Theologe, zufrieden. Wieso? Der ist zufrieden und der ist nur am Intrigieren, der Typ. Der ist wirklich nur am Intrigieren, die ganze Zeit, den ganzen Tag, ey. Das ist echt anstrengend. So, ach so, hier können wir noch Truppen entlassen, fällt mir gerade auf. So, Tregor. Ja, was mache ich denn mit euch, meine Freunde? Hier fehlt eine Stadt. Na gut, egal. Weil so perspektivisch wäre das schön, hier so eine Handelsrepublik zu haben, jenseits von Irland. Das wäre ganz nett. Das fände ich schon ganz cool. So. Na gut, wir schauen mal. Hier haben wir natürlich so ein Problem, dass wir hier halt wirklich den Sohn von Urlach genommen haben. Und die hat ja definitiv in Werben noch Land, aber normalerweise dachte ich, dass so das werbende Land zu mir kommt. Wir haben auch übrigens keine Ansprüche. So, dann haben wir hier, können wir einen Kindheitsfokus festlegen. Das ist der andere, das ist quasi der Bruder. Ja, und was mache ich denn mit dir, mein Freund? Ja, das wird mal intrigant. Lorcan der Grausame hat ein Bündnis mit Großhäuptling Kuanan von Leggen geschmiedet. Das ist okay, das ist ein gutes Recht. Das kann er machen. Ja, wir sparen jetzt gerade mal ein bisschen Geld. Dass wir dann mal eine Krönung organisieren können. Nee, das ist blöd. Wir brauchen eine große Festivität brauchen wir. Ja, also hier sind übrigens immer noch die Sarazenen. Lothringen hat sich so ein bisschen ausgebreitet, aber das hier macht mir Angst. Vielleicht sollte man mal einen Kreuzzug ersuchen. Kann man das hier machen? Kreuzzug. Nee. Kann er nur. Oh, jetzt kämpfen mein Onkel gegen meinen Bruder. Ah, jetzt will mein Onkel will sich hier sein angestandenes Land zurückholen. Er will sich das hier zurückholen. Na gut, mal schauen. Das ist tatsächlich noch gar nicht raus. Vielleicht könnte er ja ihn dann mal in die Schranken weisen. Das fände ich ganz nett. Ah ne, das ist die Armee von Mumu. Wollen wir ihm...
Ich kann in den Krieg kann ich nicht eintreten, oder? Nee, in dem Krieg kann ich nicht eingreifen, weil das meine Lehnsleute sind. Da muss ich es einfach so geschehen lassen. Prinzessin Lorraine. Die ist mit Wolfgang von Frankreich verheiratet, ist meine Schwester. Also soll den mal heiraten. Naja. Das wird eine Diplomatin. Und Argiala, nach einer Zeit des Friedens und gewandter Verwaltung, blüht auf. Sehr schön. Das freut mich tatsächlich sehr. Aber das wäre eben nur 5 und wir hätten 9 mögliche Domänen und wir halten nur 5. Das ist tatsächlich echt ein bisschen wenig. Müssen wir mal schauen, dass wir hier Stück für Stück vielleicht ein paar wieder an uns ranziehen, wenn es denn so ist. Tja, ich würde dir gern helfen, Brüderchen. Oh, ein Heiliger im Himmel. Gesegnet Ulrich war ein wahres Vorbild für die christlichen Glauben und lebte ein frommes und gemäßigtes Leben. In einer großen Ankündigung hat Papst Callistus II. Entschieden, Ulrich, der Gottesmutter der Pforte, heilig zu sprechen. Man erzählt sich viele Geschichten über den Heiligen und die Taten, die er in seinem Leben geleistet hat. Ja, Körper, die unverändert blieb, in der Sarg nach Blumen roch, als er starb. Die wundersame Unverwüstlichkeit seines Körpers kann nur Beweis für seinen Aufstieg in den Himmel sein. Ist eine große Ehre und die Familie des heilig gesprochenen und auch wir mögen alle danach streben, so fromm wie er zu werden. Ulrich, der Gottesmutter der Pforte, wer ist das? Das war vom Herzog von Verona, Graf von Padua. Okay, ja. Gut, ja. Treuherzig, keusch, gemäßigt. Na gut. Also ich finde dann tatsächlich, hätte das ja unser Vater auch verdient gekriegt gehabt. Der war ja auch so ein Ausbund an religiöser Treue und so. Aber eben auch nur in den frühen Tagen. Das hatte sich dann später tatsächlich so ein Stück weit geändert. So, schauen wir nochmal. Ach komm, wir lassen uns jetzt einfach krönen. Hauptsache irgendein Priester knallt uns jetzt die Krone auf den Kopf. Das ist dann so, da können wir unser Geld sinnvoller anlegen. Aber wo, ich wollte mal nachschauen, wie sieht es mit dem Gefolge aus? Ja, wir sind immer noch jenseits des Limits. Ich fühle mich geehrt, bei der Krönung seiner Exzellenz amtieren zu dürfen. Ich erwarte baldige Antwort bezüglich Datum und Art der Zeremonie, um mich besser auf diese fabelhaft. Jetzt, wo ich einen katholischen Priester gefunden habe, das ist Sechnail von Condeure. Okay. Eine extravagante Zeremonie. Es wird eine würdige Zeremonie ausreichen. Alle nach. Ja, wir machen eine extravagante. Jetzt ist egal. Oh, hier. Der schon wieder. Der kommt nicht. Der, also unser Onkel ist tatsächlich ein Problem. Es bleiben nur ein paar Tage, bevor ich zum König vor Gott und all meinen Untertanen gekrönt werde. Mein Hof ist bereits mit all meinen vornehmen Gästen gefüllt und all meine Vasallen und ausländischen Würdenträger sind gekommen, um diesen wichtigen Moment zu bezeugen. Eine solch prunkvolle Zeremonie ist ein seltenes Spektakel, das nur Königen vorbehalten ist. Es kann gar nicht schnell genug gehen. Jawohl, so sieht das aus. Diesen Morgen kam ein merkwürdiger Besucher an meinen Hof. Er ist ein wandernder Gelehrter, der Uleit besuchte, nachdem er die Neuigkeit meiner bevorstehenden Krönung gehört hatte. Er verkündet, dass er viele Geschichten darüber gehört habe, welch weiser und rechtschaffender Herrscher ich sei, und wünscht, sein Wissen in meinen Dienst zu stellen. Fua Carta, wer bist du denn? Fua Carta ist auf jeden Fall schon mal ein Ire, er ist katholisch. Er ist ein Gelehrter, er ist ehrlich, er ist geduldig, er ist treuherzig, religiöser, eiferer, tapfer, gemäßigt, seid willkommen, natürlich. Moment, das, also das, meine Freunde, wenn ich mir einen schnitzen könnte, wäre das mein Traumlehrer. Aber die Frage ist, kann ich das? Gilroy? Nee. Jawohl, das wird sofort mein Hoflehrer. Sehr gut. Die Organisation einer solch großen Zeremonie hat mir die Chance gegeben, einige meiner Vasallen besser kennenzulernen. Die Aufrechterhaltung gesunder Beziehungen zu allen meinen Untertanen ist von äußerster Wichtigkeit, um die zukünftige Stabilität meines Reiches zu gewährleisten. Besonders Abt Melschnell scheint ein Mann zu sein, Melsechnell scheint ein Mann zu sein, dem ich vertrauen könnte. Könnten wir Freunde sein.
Ja, auch von mir aus. Ab Melchechnell hat mein Freund das Angebot dankend angenommen. Ich habe mich nicht darin geirrt, ihm zu vertrauen. Und dank dieses zufälligen Treffens konnte ich die Stabilität meines Reichs weiter gewährleisten. Ja, mein Freund, unser Vater hatte ja ganz viele Freunde, vor allem aus dem Kreuzzug mitgebrachte Freunde. Da war ja richtig was los. So, wir können. Oh, wir können den Legalismus steigern. Sehr gut. Das sind ja zwei große Momente gleichzeitig. Legalismus 3. Und wir haben unsere Krönung. Ich kniete vor Abmelsechnell, während uns eine Schar Vasallen in völliger Stille umgab. Der Abt segnete mich, setzte die Krone auf mein Haupt und verkündete durch die Gnade von Gott meine Krönung zum König von Irland. Nun bin endlich und wahrhaftig König. Ja, wir erhalten von einem Priester gekrönt. Von einem Bischof immerhin. Ja, es gibt ein bisschen Pietät und ein bisschen Prestige. Besser als nichts. Ja, hier wurde was beendet. Ein Pakt. Oh, ich bin wieder zu schnell. Oh, der Earl ist gestorben. Unser Marschall ist gestorben. Ja, dann wirst du... Oh, du kannst ja gar nichts, Junge. Gebrechlich, schüchtern. Dann lacht dann... Unser serbischer Bruder. Moment, unser serbischer Bruder... den hier, pass mal auf. Ratsposition ändern. Moment, 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 den könnte ich doch mal. Wir können doch mal die Ratsposition ändern. Er soll ein Marschall sein. So, und jetzt werde ich mal meinem Bruder helfen. Wir fordern jetzt mal einen weisen Frieden. So, und dann machen wir unseren Bruder nämlich zum Kanzler. Oh, der macht trotzdem weiter, die Sau. Du darfst jetzt erstmal, du darfst dich jetzt erstmal der Forschung widmen. So, okay, ja, und die Bekehrung. Die geht halt einfach nicht vorwärts. Hey, wir bleiben alle germanisch. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt könnte man nämlich tatsächlich mal die Gesetze ändern. Fisch, frischer Fisch, direkt aus dem Fluss. Obst und Gemüse nur ein oder zwei Tage alt. Der Klerus in Tir Eogain ist obus über all die Handelsmänner mit ihren Verkaufsständen auf allen Kirchenplätzen und verlangen ein Handelsverbot. Moment. Das ist nicht unser Kumpel. Nee, das ist nicht unser Freund. Wir sind bescheiden, schüchtern, gemäßigt und paranoid. Tja. Das würfel ich aus. Ich habe eine 2. Also, ich stimme zu. So. Dann ist es so. Zwar könnte ich das Geld gut gebrauchen, aber... Wenn es nicht klar ist, kann man es ja auswürfeln. Das ist ja kein Problem. So, wir wollten bei den Gesetzen mal schauen. Reich. Wir könnten jetzt diese einführen. Da sind alle dagegen. Ja, wir müssen erstmal warten, bis unser Rat so ein Stück weit auf unsere Seite marschiert ist. Weil bis jetzt sieht das ja gerade noch nicht so gut aus. Wir haben unsere Mama. Die ist durchaus für uns zu haben. Und ja, erfüllt Dressach einen Gefallen, na super. Aber das wäre so, das nächste Ziel wäre, die spätfeudale Verwaltung einzuführen. Dass wir einfach das hinkriegen. Oh, er hat es echt hingekriegt. Mist. Ja, jetzt hat er hier nämlich... Guck mal hier, jetzt hat er 3 Grafschaften in seinem Besitz. Das finde ich tatsächlich nicht gut. Wir müssen diese Erbteilung in den Griff kriegen. Das müssen wir unbedingt ganz dringend tun. Das ist das nächste Ziel, muss es sein, diese Erbteilung in den Griff zu bekommen. Warum kann ich eigentlich mit ihr kein Bündnis schmieden? Wir sind gar nicht mehr verwandt, oder was ist der Plan? Hat aber auch keine Kinder noch nicht. Das finde ich ganz spannend. Sie hat immer noch keine Kinder. Wie läuft denn eigentlich der Krieg gegen England? Aha.
Sie hat den Krieg gewonnen. Sie hat Waffenstillstand mit England. Sie hat Lothian. Ja, sie hat Lothian gewonnen. Sehr gut. So. Und wir haben gar nichts. Wir haben weder Ansprüche noch Feinde, sondern wir regieren jetzt einfach erstmal wild vor uns hin und schauen mal, was da so passieren kann und wird. Ist ja auch mal gut. Man muss ja ein bisschen Ruhe haben ab und zu. Das hier unten ist definitiv ein Problem. Jetzt hoffe ich, dass mein Bruder, mein Onkel, dass der ein paar Kinder hat. Ja. Hat auf jeden Fall zwei Söhne. Häuptling von Dublin. Ja gut, wir werden mal schauen. Ich hoffe, dass das dann einfach bei einer Erbschaft bei ihm auch ein Stück auseinanderfällt. Er könnte durchaus eigentlich, wenn es gut läuft, könnte er noch ein Kind kriegen. Das wäre doch nicht so schlecht. Ja, sie ist 41. Ich denke, da sieht es schlecht aus. Aber dann wird zumindest zwischen den beiden geteilt. Er hat ja auch einen Fehltritt. Er hat da auch so einen Fehltritt stehen. Naja, wir schauen mal. Wir könnten ein Turnier abhalten, aber das danach steht mir gerade tatsächlich. Dafür sind wir zu schüchtern und zu bescheiden. Das möchten wir nicht. Mit so Prunkgeschichten, das ist nicht unseres. Das machen wir nicht. Was wir machen könnten, wäre dann mal ein Gelage machen oder sowas. Aber mehr machen wir nicht. So, ein Bauer, der des Mordes angeklagt ist, wird euch vorgeführt. Seine Frau und Kinder wurden in der kleinen Hütte, die er zu Hause war, ermordet aufgefunden. Er stand daneben und war mit ihrem Blut bedeckt. Trotz dieser belastenden Beweise beteuert der Mann weiterhin seine Unschuld. Was soll mit ihm geschehen? Ja, wir packen ihn erstmal in den Kerker. So, da immer mehr Menschen um eine Audienz an eurem Hof bitten, erkennt ihr, dass die Verwaltung eures Reichs noch stark verbessert werden muss. Ihr müsst euch noch mehr anstrengen. Ausgezeichnet. Oh, wir werden fleißig. Wir werden fleißig. Das ist ja, also das ist ja spannend. Okay, wir werden fleißig. Mein Fürst scheint, dass Königin Marsok von Eira endlich aus dem Versteck kommen will, da sie nicht mehr derart um ihr Leben fürchten muss. Sehr schön. Es tut gut, sie wiederzusehen. Ja. Oh, unser Bruder ist direkt gestorben. Wir haben Connachta wieder geerbt. Und Herzog Lachtnan von Connachta ist gestorben mit 18 Jahren. Woran ist er denn gestorben? Schlechte körperliche Verfassung. Ja, er war gebrechlich, stimmt. Damit haben wir auch keinen Kanzler mehr. Aber für uns war das tatsächlich jetzt nicht das Schlechteste, weil jetzt haben wir wieder zwei Herzogstitel und wir haben Breifne wieder zurück. Oder? Ja, ich glaube hier, genau. Breifen ist jetzt wieder in guter irischer Hand. Also in unserer guten irischen Hand. Ja, dann werden wir dort doch mal ein Burgstädtchen bauen. Weil die Steuerannahmen müssen wir unbedingt ankurbeln. Und wir brauchen einen Kanzler. Ja, jetzt wäre die Frage, nehmen wir unseren Hoflehrer? Ja, den finde ich schon ganz cool. Aber nee, man würde ja dann schon seinen Freund nehmen, denke ich. Und das ist ja nun mal unser bester Kumpel. Also das ist tatsächlich, wir wollen ja dann unseren besten Freund an dieser Position wissen. Das ist mir schon wichtig. Doch, doch. Gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt die Spätfeudale... Jetzt hätten wir nämlich schon zwei Unterstützer. Wir gucken nochmal in den Rat. Ja, der Typ hier, der ist echt ein Problem. Unser Onkel ist definitiv ein Problem. Jetzt ist die Frage, kann ich einen Gefallen kaufen? Ich hätte gerne, dass er mir einen Gefallen... Ich kann keinen Gefallen kaufen. Ah, wir haben nicht genug Geld. Okay. Mein Lehnsherr, treue Diener, wie ich verdiene es, gewürdigt zu werden. Ihr habt viele Länder und Titel in eurer Person vereint. Könnt ihr eurem untertänigen Diener Tyrkonel verleihen? Bist du bekloppt oder was? Du bist ja nicht mal in der Lage hier... Nee. Nee, dort lasse ich niemanden rein. Nein, das kannst du vergessen. Du kriegst es ja nimmerhin hier, deine komischen Gebiete mal zu reformieren und mal feudal zu werden. Also ehrlich, ich
Nee, gefällt aus. Das möchte ich nicht. So. Wir können mit Ulfa verhandeln. Nö. Kann mich an. Soll er kommen? Ich werde nicht mit Heiden verhandeln. So. Wir könnten jetzt hier mal wieder ein bisschen ausbauen. Die Frage ist, was? Und da sind sie schon, die Plünderer. So. Dann werden wir dann mal zurück ins Meer jagen. Mit seinen komischen Plünderern. Oh, waren nicht erfolgreich. Das ist ärgerlich. Ja, wir haben da durchaus schon eine signifikant relevante Armee, würde ich denken. Nicht so schlecht. Warum führt denn der König nicht selber? Er ist doch gar nicht schlecht. Weil ich will, dass der König durchaus auch seine Schlachten selber kämpft. Er ist ja auch fleißig. Wobei die Frage ist halt, eigentlich hätten wir in die Ländereien unseres Onkels schön plündern lassen können. Das wäre schon nett gewesen. Aber ganz ehrlich, der ist echt so ein Stachel in unserem Fleisch, dieser Onkel. Der immer wieder und immer wieder. Ja, und wir machen wieder mal ein paar Gefangene. Na, die lasse ich jetzt noch ein bisschen hier über die Insel laufen, in der Hoffnung, dass sie sich aufs Schiff verziehen und verschwinden. Schert euch jeme. Jawohl, oder geht da drüben plündern, das ist okay. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Truppen. Aha, wir haben ein Burgstädtchen gebaut. Sehr geehrter Cousin, mögt ihr in Harmonie und Zufrieden erleben. Wir fordern, dass ihr eurer Pflicht nachkommt. Bitte folgt diesem Ruf zum Waffen gegen Lothringen. Das können wir machen. Jawohl, Dublin ist jetzt katholisch. Du bist ja doch nicht so unfähig. Guter Mann. Und dann müssen wir nämlich hier weitermachen. Wir haben nämlich die Waldenser auch noch. Jetzt ist die Frage, wie kann ich ihm denn helfen? Aber er ist fleißig, bescheiden, schüchtern, gemäßigt. Er will seinem Cousin natürlich helfen. Das ist gar keine Frage. Er muss ihm helfen. Das heißt, wir werden jetzt unsere Truppen... Oh, ein Trupp Soldaten unter der Flagge von Großhäuptling Kuanan. Der hat es immer noch nicht geschafft. Von Leggen hat vor kurzem mitten in einem Feld, das einem Bauern in Unleid gehört, ein Lager errichtet. Laut den Bauern geriet ihr Lagerfeuer außer Kontrolle und seine gesamte Ernte verbrannte. Er hat sich in dieser Sache an euren Hof gewandt und verlangt eine Entschädigung. Ja. Nee, das musst du schon, Junge, dafür musst du einstehen. Oh, eure Urteile haben schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben eurer Untertanen. Ihr habt beschlossen, gerechte Urteile zu sprechen. Ja, wir sind gerecht. Und wir sind der Gerechte. Luget der Gerechte. Na, sehr schön. Und Luget der Gerechte zieht jetzt in den Krieg gegen Lothringen. Ach du Scheiße. Die Frage ist immer, wo nimmt Lothringen diese üblen Truppen her? Das ist doch nicht euer Ernst. Um was kämpfen die denn einfach? Bischof Simons Anspruch auf Jen. Ach Gott. Die Franzosen haben jetzt nicht so viele Leute. Na gut, egal.
So, ihr Lieben, das ist erstmal wieder das Ende. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir müssen irgendwann mal hier mit unserem Onkel abrechnen. Den finde ich mittlerweile sehr, sehr, sehr nervig. Also das muss ich echt sagen, der geht mir auf den Keks. Ja, den finden wir doof. Komischerweise uns mag er. Aber ja, was will ich machen? Ich finde ihn doof. Am besten wäre es, man würde ihn in die Grube befördern, wenn man ehrlich ist. Aber damit sieht es ja auch schlecht aus. Nichtsdestotrotz, ich mache erstmal Schluss und freue mich, wenn noch ein paar zuschauen. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.